bin Natascha Beller, ich mache etwas mit Film. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin von Advent Advent. In dieser Serie geht es um eine Polizistin, die Weihnachten hasst. Und normalerweise geht sie immer weg, dann, aber am ersten Advent passiert etwas, dass sie wie nicht weggehen kann und muss bleiben über die Weihnachtszeit. Und an jedem Advent passiert wieder irgendein Fall, wo sie dann ermittelt und lösen muss. Ich habe für die Regiearbeit jetzt vor allem am Set Unterstützung geholt von Patrick Karpitschenko. Das ist mein Partner und wir haben auch schon vieles zusammen gemacht. Sie hat natürlich sehr viel von der Vorarbeit gemacht. Sie hat die ganzen Schauspieler gefunden, angehört, instruiert. Ich war jetzt ein Großteil vom eigentlichen Drei hier. Ich habe mit den Kameraleuten geredet, mit dem Ton, mit dem Licht und habe geschaut, dass das alles umgesetzt wird, was sie erdacht hat. Die Serie spielt in einem Fantasiedorf. Es ist ein kleines Dörfli oder der Dorfkern auf einem Hügel. Und es sieht ein bisschen aus wie ein Dörfli, das in einer Schneekugel ist. Und das war immer so meine Idee oder mein Pitch. Eine Semiklaus-Agentur haben wir gebaut, eigentlich in einem Waldhütli. Die habe ich super schön gefunden. Und das Polizeirevier ist auch eine meiner Lieblingslocations. Das meiste impliziert das Drehbuch schon, so wie es geschrieben ist. Vieles tun wir nachher im Voraus definieren. Wenn wir die Location zum ersten Mal sehen, fallen uns so Einstellungen ein. Wir drehen gerade eine von meiner Lieblingsszenen, und zwar ist es eine Semiklaus-Gegenüberstellung, die meine Hauptfigur organisiert hat. Und es ist relativ witzig, weil sie so ihnen sagt, was sie machen sollen. So, ziehen eure Bärte ab und irgendwie schauen böse und die schneiden dann all die Grimassen. Können Sie Ihre Gesichtsfalten zurückziehen? Die grosse Schwierigkeit an dieser Szene ist, dass wir nicht zu viel Spass haben, dass wir nicht die ganze Zeit lachen müssen an den Semiklaus, weil das ist relativ grossartig. Mir macht eigentlich immer die Drehphase am meisten Spass. Ich meine, man hat so im Kopf irgendetwas. Man schreibt irgendwelche Sätze und plötzlich kommt es wie ins Leben rein. Man sieht etwas entstehen. Und darum habe ich die Drehphase eigentlich immer am liebsten. Aber es ist auch die anstrengendste, leider.